Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Resident Evil 2. Ich habe letztes Mal den Karo-Schlüssel bekommen und ich habe keinen Teil mehr, wo das andere Karo-Schloss war. Das, wo die Zombies durch das Fenster gefallen sind, das war ein Pick-Schloss. Ja, das weiß ich noch. Wo war das Karo-Schloss? Dieses hellblaue links unten, das ist das Pick-Schloss. Was ist das für eine Tür, die lila blinkt? Das ist jetzt die Frage. Wie komme ich da jetzt auch am besten hin? Da blinkt noch rechts zwei grün und... Gott, ich kenne mich hier überhaupt nicht mehr aus. Aber ich glaube, ich muss nach oben. Ich hoffe, dass ich nach oben muss. Denn ich habe keine Ahnung. Wenn ich jetzt hier reingehe, bin ich in der Bibliothek. Boah. Also wenn man jetzt schon eine längere Zeit nicht mehr gespielt hat, da kommt man echt nicht mehr zusammen. Genau, hier war eine Tür. Die obere Tür führt zum Glockenturm, das weiß ich noch. Ah, da bin ich hier. Genau, da habe ich doch Claire getroffen. Ach, da muss ich hier... Ah, nee, oder? Mein Gott, das wird richtig übel, hä? Ich hätte das B-Szenario nicht spielen sollen. Ich sehe schon. Ich hätte bei Claire aufhören sollen. Aber nein! Man macht es ja dann doch nicht. Auf jeden Fall habe ich fast keine Munition. Und da unten sind jede Menge Zombies. Zombies, Zombies, Zombies. Aber da werde ich jetzt Munition verballern müssen, denn sonst geht es auf die Lebensenergie und das ist auch nichts. Ja. Da fliegen die Fetzen. Ja. Kommst denn du her? So. Es ist ja immer gut, wenn du mit der Shotgun auf Zombies schießt. Da ist nicht mehr viel mit Aufstehen danach. Ja, die sind dann alle so schön tot. Ich hoffe, dass jetzt das Richtige war. Karo-Schlüssel benutzt. Dieser Schlüssel ist jetzt nutzlos. Ablegen, ja. Boah, das war das zweite Karo-Schloss. Es ist so verdächtig ruhig. Gibt es bestimmt was, oder? Ah, guck mal hier. Film mitnehmen. Yeah, Schrotpatronen. Mich ärgert es ja immer noch, dass ich am Helikopter die eine Schachtel nicht mitgenommen habe bzw. nicht mitnehmen konnte. Das Schloss ist kaputt und lässt sich nicht öffnen. Hier ist irgendwie alles kaputt und lässt sich nicht öffnen. Sie haben das Schloss geöffnet. Ja, wo kommen wir denn hier hin? Hallo Jungs! Guck mal. Bam! Schlürf, Zombie, schlürf. Ja, so viel zu der gefundenen Munition. Die verschwende ich hier jetzt wieder nach eigenem Ermessen. Ja, noch einer her. Hallo? Und drin steht auch einer. Da drin funkelt etwas. Fünf Kugeln schon wieder verballert.
Ah, jetzt muss ich das Heilkraut fressen, obwohl ich es nicht brauche. Revierschlüssel. Gott, der nächste Schlüssel. Prüfen. Geformt wie ein Herz. Das ist der Herzschlüssel, glaube ich. Ein gerahmtes Bild, wahrscheinlich ein Familienfoto. Boah, gibt's hier nirgendwo Munition oder so? Aber Munition wäre jetzt echt toll. Hab mich denn keiner lieb? Hey, da liegt was. Ach, komm. Ich kann immer nie was mitnehmen, hey, ich bin so... Mhm, okay, jetzt reicht's. Laufen wir zurück zur Truhe, denn hier gibt es einiges zu plündern. Und ich brauche diesen kleinen Schlüssel unbedingt. Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich verfragen, warum? Das seht ihr, wenn es soweit ist. Ganz einfach. Ich mag das immer überhaupt nicht, wenn es hier so still ist in so Hallen oder langen Korridoren. Da habe ich immer so das Gefühl, dass gleich irgendwas passieren müsste oder sollte oder wird oder... So, 1, 2, 3. Genau. Was lege ich jetzt noch ab? Das Heilspiel, das legen wir jetzt auch mal ab. Und wir entwickeln jetzt mal den Film. Aber ich glaube, das wird dasselbe sein. Ach, steht er wieder nicht richtig, oder? Wird dasselbe sein wie bei Claire. Nein, ist ein anderer. Film B. Okay, was soll das darstellen? Zombie wahrscheinlich. Abgebildet vor der Schneiderei Arukas. Rückbildung in einen Zombie innerhalb von 2 Stunden. Das Zielobjekt klagte wiederholt über große Schmerzen der Epidermis. Außerdem heftige Übelkeit bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Zielobjekt das Bewusstsein verlor. Bild von Ben Bertolucci. Ben Bertolucci, das ist ein wichtiger Name. Den solltet ihr euch merken für die zukünftigen Folgen. Nichts mehr. Gut, dann kann ich jetzt wieder zurück und das Zeug einsacken. Ja, Schlüssel, 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 Schlüssel und die Dinge. Ja, gut. Da müsste jetzt eigentlich reichen vom Platz her, wenn ich das jetzt auch noch einsacke. Das verbinden wir. Ich frage mich nur, wo Marvin hin ist, ja? Okay, hier war der Schlüssel. Den brauche ich unbedingt. Memo an Leon, das haben wir schon gelesen. An Leon, herzliche Glückwünsche zu Ihrer Versetzung zum Polizeirevier Raccoon City. Wir freuen uns alle, Sie als neuen Kollegen begrüßen zu können und wir versprechen, Sie gut zu behandeln. Willkommen an Bord, die gesamte Belegschaft SPRC. So, nur noch, um das schnell zusammenzufassen. Okay, das waren jetzt nur eine Packung Patronen. Ah, nicht prüfen. Nein, nicht prüfen. Verbinden. 18. Okay, das sind jetzt nicht wirklich viel Kugeln. Sie haben das Schloss geöffnet. Gut, jetzt kann ich von der anderen Seite auch rein. Das ist sehr, sehr wichtig auf dem B-Szenario, dass man wirklich weiß, welchen Weg man gehen kann und auch sollte. Jetzt Moment, wo war jetzt der... Ach ja, das war eh hier oben. Das mache ich jetzt als erstes. Ich verwende jetzt als erstes diesen kleinen Schlüssel, dass ihr seht, für was ich den brauche. Denn das ist nämlich ziemlich cool mit Leon. Ich sage immer Leon.
Wobei sich Leon einem einiges besser anhört. Genau, da gehen wir hier durch. Und der Herzschlüssel war... Haupthalle links durch das Büro, glaube ich. Genau, hier. Diesen Schubladen können wir damit öffnen. Schlüssel benutzen. Ja. Und jetzt guck mal, was hier drin ist. Eine Holzkiste. Waffenteile mitnehmen. Jawohl. So, nämlich mit Leon können wir unsere Waffen verbessern. Wir prüfen sie aber erst. Sieht aus wie Teile einer Schusswaffe. Richtig. Und die verbinden wir mit unserer Handfeuerwaffe. So, und was habe ich jetzt draus gemacht? HNK VP70 SF mit Schnellfeuereinrichtung. Kann automatisch 3 Salven verschießen. Und das sehen wir sogar in-game, das sieht jetzt nämlich anders aus, denn da ist jetzt so ein grüner Halter hinten dran. Ja, man sieht so einigermaßen. Und da können wir jetzt 3 Kugeln auf einmal verballern. Wo wir jetzt natürlich nicht mehr so wehrlos sind. Da könnten wir es jetzt sogar mit Lickern aufnehmen, ja? Allerdings wirklich nur im Notfall. Und so ein Upgrade-Kit, glaube ich, gibt es noch eins im Spiel. Und die sollte man wirklich nicht auslassen. Die können nämlich Leben retten, ja? Ja, ich will die Leitern runterklettern. Jetzt habe ich wieder nicht auf die Uhr geschaut, wann ich die Aufnahme gestartet habe. Ach, wieder so typisch. Hier am Brunnen haben wir auch noch nichts gemacht, oder? Ein alter Brunnen, hier steht geschrieben, um den Schlüssel zu bekommen. Bla 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 bla. Da brauchen wir die Einhornmedaille, aber... Die ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Hm. Ich schätze, dass wir die bald finden werden. Irgendwann. Genau, Herz müsste hier hinten gewesen sein. Diese eine Herztür. Ist es wieder so still. Ich mag das nicht. Nur das Surren des Ventilators ist zu hören. War ich hier schon? Hä? Habe ich den Raum schon mal gesäubert? Hier haben wir das Ventil bekommen, das weiß ich noch. Schlüssel ist jetzt nutzlos. Oh, wo geht's denn hier wieder hin? Ach, da geht's ja hinten in... In die Tiefgarage runter, oder? Heilkraut. Hm, nehme ich es mit oder nehme ich es nicht mit? Ich lasse das mal da stehen. Ha! Wer hat sich erschreckt von euch? Keiner. Schade. Wäre jetzt aber lustig gewesen. Zack, vom Stuhl. So, gehen wir doch mal in die Tiefgarage. Ja, und ich bin jetzt vorsichtig. Ich habe Angst vor Lickern. Hier waren doch hier Hundis, oder? Autopsieraum verschlossen. Unter dem Schlüsselloch ist ein Kreuz eingraviert. Ach, da müssen wir die Energie wiederherstellen, oder? Oder? Gott, alles quietscht und... Ja, hier hinten sind Patronen versteckt. Sieht man auch nicht, muss man wissen. Ja, Leon, nimm. Leon.
Eine Polizeirevier B1-Karte. Wollen Sie sie mitnehmen? Ja, Polizeirevier B1-Karte mitgenommen. Können wir mit diesen 5 Schaltern unterversorgte Bereiche umleiten. Wenn Sie die gesamte Energie nutzen, könnte das zu einem Kurzschluss und Stromausfall führen. Ja, das haben wir doch schon mal gemacht mit Claire. Ich glaube, das war hoch, runter, runter, hoch, runter. Oder hoch, runter, runter, hoch, hoch. Ja, hoch, runter, runter, hoch, runter. Zack, dann hat der Kartenleser nämlich wieder Strom. Heilkraut. Ich nehme mal das Heilkraut mit. Man weiß nie, wann man Heilkraut benötigt. Und ich werfe jetzt noch einen Blick auf die Karte. Und hier ist der erste Unterschied, also ein weiterer Unterschied zu Claire, denn bei Claire gab es jetzt in der Mitte vor der Karte nur diesen großen Raum. Dieses Areal links war überhaupt nicht zugänglich, das ist überhaupt nicht aufgetaucht bei Claire. Und genau da gehen wir jetzt hin mit Leon. Da brauche ich wahrscheinlich die Karte, oder? Ja, elektronisch verriegelt. Da gehen wir jetzt hin mit Leon. Denn Leon hat eine andere Story aus Claire, das wisst ihr auch. Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Who are you? Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Dann helfen wir doch mal dieser fremden Person, oder? Und siehe da, eine Tür. Bei Claire ging das nicht. Da war zwar auch dieses Fahrzeug, aber man konnte es nicht verschieben. Okay, sie sagt nix. Aber sie läuft mir nach. Dann schauen wir uns doch mal da drin um, was es da gibt, oder? Ada, wait! Wenigstens sind wir jetzt nicht mehr so allein unterwegs. Der Deckel ist fest zu. Mit dem richtigen Werkzeug bekäme ich ihn wohl auf. Mhm. Uah. Hundis. Rotes Kraut, das brauche ich nicht. Gehe jetzt hier wieder raus, das sind nämlich Hunde. Ich bin ja nicht blöd. So verrückt bin ich dann auch nicht. Hey, was liegt denn hier? Film. Ja, den nehme ich mal mit. Eine Schalttafel, mit der man das Schloss öffnen kann. Das Schloss ist offenbar zu. Ja,
Und was sich hier in der Zelle verbirgt und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge von Resident Evil 2. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin, so long.